So, nächster großer Schritt, Riesensprung, Aufklärung, nenne ich nur die drei wichtigen Elemente, die die Aufklärung ins demokratische Denken rein. Da entstand erst das richtige Konzept von Demokratie, nämlich Volkssouveränität. Volkssouveränität ist das wichtigste Konzept von Demokratie bis heute, steht sogar im Grundgesetz, aber bedeutet nichts. Das Recht des Volkes, sich jederzeit eine neue Verfassung zu geben. Wenn die Verfassungsbürger sagen, wir wollen die Verfassung ändern, nichts steht über der Souveränität des Verfassungsvolkes. Kein Richter, kein nichts. Die Bevölkerung hat das Recht, sich jederzeit eine neue Verfassung zu geben. Deswegen gibt es auch kein Widerstandsrecht. Es braucht ja kein Widerstandsrecht, weil die Bevölkerung jederzeit sagen kann, wir geben uns eine neue Verfassung.